Oh, hier habe ich von Aoki einen Laptop-Lüfter. Der war jetzt auch ein paar Wochen in Gebrauch, weil ich leider das Problem hatte, dass mein Laptop so unheimlich warm geworden ist. Was ja auch nicht unlogisch ist, wenn man ihn im Bett benutzt und die Lüftung auf der Decke liegt. Da habe ich mir gedacht, dann hole ich mir mal einen Lüfter. Manche werden sagen, ja, man soll jetzt nicht den Laptop im Bett benutzen, bla bla bla. Ist auch egal. Dann habe ich mir da hole ich mir einfach so einen Lüfter von Aoki, der auch relativ günstig war. Ich glaube 18 oder 20 €. Und seitdem gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Mein Laptop ist immer kühl. Er sieht auch noch gut aus zudem. Muss man ja dazu sagen. Wo ist denn jetzt hier? Den müsste man dann einfach nur über USB an seinen Laptop anschließen. Und schon hat man hier so einen beleuchteten Lüfter, den man auch von der Höhe her verstellen kann, wie man ihn gerade braucht. Ja, das war es eigentlich schon. Ist nichts Großartiges. Dann kann man hier noch ein bisschen die Schnelligkeit verstellen oder beziehungsweise, ja, klar, die Schnelligkeit der Lüfter, die Umdrehung der Lüfter. So hört man sie auch, aber ich hatte sie meistens auf relativ wenig. Aus hatte ich sie nie, ist klar. Wozu sollte man sich sowas dann kaufen? Ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Guckt euch das Ding einfach an. Dann hat man hier noch so eine Halter, damit auch der Laptop nicht runterrutscht. Jedem, der ein bisschen thermische Probleme bei bei Laptops hat, gerade die älteren Laptops, die werden ja sehr schnell sehr warm. Auf jeden Fall habe ich die Erfahrung in die Richtung gemacht. Und meiner ist leider ein bisschen älter. Der wird auch von Natur aus schon relativ warm, wenn er nicht gerade auf der Decke liegt. Da lohnt sich sowas auf jeden Fall. Ich glaube, der ist von 10 bis 17 Zoll, glaube ich. Dafür ist der hier ausgelegt. Ich werde euch den auf jeden Fall verlinken. Und wenn es den nicht mehr geben sollte, verlinke ich euch andere, die auch relativ gute Bewertungen haben. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das waren wieder 2 Minuten 30 mal eurer Zeit. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ja ein Like da lassen. Oder auch kein Like. Also ein Dislike halt. Oder ihr abonniert meinen Kanal, wäre auch cool. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis denn dann. Ciao.